In diesem Video möchten wir euch einmal die wichtigsten Einstellungsgrößen einer Kamera näher bringen. Die erste Einstellungsgröße nennt sich die sogenannte Supertotale. Sie dient dazu, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin sich orientieren kann, wo sich das Ereignis gerade abspielt. Hier beispielsweise an einem See. Jetzt, wo das Segelschiff etwas näher an Land kommt, wollen wir natürlich das Segelschiff genauer betrachten. Wir nehmen also das ganze Segelschiff in unseren Ausschnitt und dann spricht man von einer Totalen. Es dient dazu, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin versteht, was hier gerade für ein Fahrzeug angelandet ist. Als nächstes bewegt sich jemand aus dem Boot und stellt sich auf den Steg. Natürlich will der Zuschauer oder die Zuschauerin wissen, wer das ist. Wir sprechen daher von einer Körpertotale. Die Körpertotale hat eine Unterbegrenzung bei den Füßen und eine Oberbegrenzung beim Kopf. Alle diese drei Einstellungen werden mit dem Begriff Totale bezeichnet. Als nächstes wollen wir wissen, was die Person genau tut. Um das zu erfahren, nehmen wir die Person etwas näher in den Ausschnitt. Man nennt diese Einstellung Halbtotale oder aber auch Amerikanische. Sie ist begrenzt, etwas oberhalb vom Knie bis hin zum oberen Teil des Kopfes. Die Halbtotale hilft uns, eine Handlung besser darzustellen. In der nächsten Einstellungsgröße wollen wir ein bisschen genauer hinsehen, um welche Person es sich hier genau handelt. Das heißt, wir gehen mit der Kamera noch mal ein bisschen näher und sprechen von einer sogenannten Nahaufnahme. Diese Aufnahme wird auch oft für Interviews verwendet. Wenn wir jetzt noch wissen wollen, wie es der Person dabei geht, während sie dieses Buch liest, gehen wir noch mal ein Stück näher, so dass wir das Gesicht ganz genau betrachten können. Jetzt sind die Emotionen der Person klar ersichtlich. Dies ist eine Großaufnahme. Diese Einstellungsgröße eignet sich übrigens überhaupt nicht für Interviews, weil im unteren Bildrand kein Platz mehr für eine Bauchbinde wäre. Zuletzt interessiert uns vielleicht auch noch, was die Person für ein Buch liest. Wir nehmen das Buch in den Bildausschnitt, so dass wir lesen können, was auf dem Buchumschlag steht. Man spricht dann von einem Detail.